Ja, eine Viertelstunde nach dem Branchenparlament ist es immer schwierig, ein Resümee zu ziehen. Man ist noch sehr in dem ganzen Ablauf gefangen. Ich glaube aber, wir hatten eine sehr gute Veranstaltung. Das Branchenparlament war ja in der Kritik im Vorfeld. Es wurde die Frage gestellt, ist es sinnvoll, brauchen wir es, ist es nur ein Debattierclub? Welche Wirkung hat es überhaupt? Und ich hatte das auch an anderer Stelle schon gesagt, das Branchenparlament ist eine Chance der Fachausschüsse, den Vorstand vor sich herzutreiben, ihn zu bestimmten Entscheidungen und auch zu bestimmten Handlungen zu zwingen. Und dafür haben wir uns dieses Mal eine Reihe von Punkten vorgenommen, die gar nicht so kontrovers diskutiert werden mussten, die aber in ihrer Auswirkung, glaube ich, schon sehr groß sind. Und dadurch, dass wir dem Vorstand hier ganz konkrete, vier konkrete Aufgaben mit auf den Weg gegeben haben und ihn auffordern, die umzusetzen, denke ich, werden wir eine Menge erreichen und einen ganzen Schritt weiterkommen. Wir haben im Branchenparlament dieses Mal vier Themen diskutiert und auch dazu Beschlüsse gefasst. Das erste Thema ist der Wunsch der Sortimenter gewesen. Was kann man machen, um die Etablierung von E-Books im Sortiment voranzubringen? Da haben sie drei wesentliche Faktoren genannt. Das eine ist, E-Books müssen zeitgleich auf allen Plattformen hochgeladen werden, insbesondere natürlich auf der Branchenplattform Librika, was dem Sortimentausschuss besonders wichtig war. Der zweite Punkt, die Bitte an die Verlage, stärker bei der Standardisierung von E-Book-Formaten und Prozessen zu arbeiten. Und der dritte Punkt, die Bitte im Sinne der Kunden auf hartes CRM zu verzichten, weil es doch zu vielen Problemen und Rückfragen bei den Kunden führt, die die Sortimenter in ihrer Arbeit behindern. Natürlich wurden diese Punkte hart diskutiert und es gab auch nicht überall einstimmige Meinungen, aber mehrheitlich hat das Branchenparlament den Appell verabschiedet, den Wünschen der Sortimenter hier zu folgen. Das zweite Thema, das dann diskutiert wurde, war die Etablierung einer Metadatenbank zum Aufbau von einer allgemeinen Datenbank, die wirklich den Anforderungen des Sortiments genügt, die eine breite Beteiligung beim Zwischenbuchhandel hat und die von den Verlegern wirklich auch genutzt wird, um eine Qualitätssicherung nachhaltig zu betreiben. Das dritte Thema, das wir dann diskutiert haben, war das Thema Prinzip Buch. Auch hier gab es nicht viele Diskussionen, aber es geht darum, das einmal in Gang gesetzte oder in die Diskussion gebrachte Prinzip Buch auszuarbeiten mit einer Arbeitsgruppe, weil es für das Leitbild des Buchhandels oder des Börsenvereins und für die Lobbyarbeit wichtig ist, hier ganz konkrete Vorgaben zu haben. Auch das hat der Vorstand als Aufgabe übernommen. Und dann hatten wir als viertes Thema den Appell an die Branche insgesamt, an die Verleger und an die Sortimenter, dass die vom Spiegel neu etablierte dritte Bestsellerliste fürs Paperback neben den beiden anderen Bestsellerlisten einzusetzen und durch Werbung und durch Beteiligung und durch Gespräche mit Kunden im Markt auch wirklich zu unser aller Wohl zu etablieren. Insgesamt also Punkte, wo wir dieses Mal gut diskutiert haben, mit Punkten, die in der Praxis sicher auch einiges nach vorne gebracht haben. Und das Ganze wurde dann noch durch einen Vortrag von Herrn Skepis zum Branchenmarketing abgeschlossen, der auch insgesamt sehr positiv aufgenommen wurde. Ich glaube, es war eine gelungene Veranstaltung, aber ob das Konzept des Branchenparlaments nachhaltig verändert, werden wir natürlich erst mit den nächsten Malen sehen.